Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen hier zu einem ersten Unboxing mal mit dem Rode Mikro. Und zwar möchte ich euch heute vorstellen, mein neuer Schatz, mein neues Familienmitglied in meiner Rechnerfamilie, neben meinem super High-End Gaming Rechner, das MSI GS70 Gaming Notebook. Kurz vorab, ich habe mir das gebraucht, gekauft, nicht neu. Allerdings in sehr, sehr gutem und neuwertigen Zustand. Ihr seht hier die Originalverpackung. Ja, und wir werden uns mal dran machen, das schöne Ding hier auszupacken. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich bin noch genauso gespannt wie ihr. Und ich glaube mal, wir schauen uns das mal genauer an. Vorab ein paar technische Daten. Gut, LAN-Treiber bzw. LAN-Karte ist von Killer verbaut. Wem das was sagt. Die Tastatur ist eine SteelSeries-Tastatur mit RGB-Farbraum. Das heißt, ihr könnt hier alle möglichen Farben reinbringen, Welleneffekt und so weiter. Dann haben wir 17,3 Zoll Display, Full HD natürlich. Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GTX 950M. Der CPU ist ein Intel i5-4210H, soweit ich weiß, mit 2,9 GHz Dual-Core, Boost bis 3,6 GHz. Also doch, eigentlich ganz gut. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Mario, du hast doch so einen geilen Rechner, wozu brauchst du jetzt eigentlich ein Notebook? Ja gut, das Notebook brauche ich halt wirklich primär fürs Rendern und Video-Uploaden. Gut, fürs Video-Uploaden würde ich auch irgendein billiges Notebook nehmen. Allerdings fürs Rendern und unterwegs, wenn ich mal irgendwo bin, ein paar Spiele zocken, wäre schon ganz geil. Und mit diesem Notebook ist das ohnehin in guter Qualität, guter Auflösung, guter Grafikeinstellung möglich. Kurz mal beispielsweise, ich glaube Battlefield 4 war das, kann man mit diesem Teil in Full HD circa auf hohen, maximal sehr hohen Einstellungen in 60 FPS spielen. Also das ist schon eine relativ gute Grafikkarte. Jetzt fragt ihr euch auch, was hast du dafür bezahlt? Ich sage, ich habe gute 700 dafür bezahlt, nur ein bisschen drunter gehandelt und ich bin sehr zufrieden, dass ich das gefunden habe. Arbeitsspeicher sind übrigens 8 GB, Festplatte 1 TB, leider keine SSD, deswegen habe ich mir eine 250 GB SSD Samsung Evo 850 dazugeholt, die ich nachher noch einbauen werde. Eventuell werde ich auch zeigen, wie das geht. Naja, ich würde sagen, wir packen das Ding mal aus. Ich packe nebenbei hier mal das Mikrofon ein bisschen weg, damit das nicht zu stört. Na gut, klappen wir das Ding mal auf. Hollalalalala. Geile Sache. Gut, was mich freut, Kabel. Probieren wir es nochmal so. So, was mich freut, Kabel sind dabei. Das ist natürlich sehr schön. Packt man hier mal gleich aus. Ja, mit einer Hand ist das wirklich relativ unhandlich. Ich muss mir da noch eine Lösung einfallen lassen. Leider ist das Kabel für die Kamera zu kurz. Das ist natürlich der blöde Nachteil. Deswegen habe ich das jetzt so umprofessioniert. So, hier mal im Prinzip das ganz normale Ladekabel mit dem Netzteil. Schöne Sache übrigens, war hier noch eine schöne Notebook-Tasche von MSI dabei. Leider ohne Tragegriff, aber sehr hochwertig und auch schön gepolstert. Hätten wir das schon mal und jetzt glaube ich, geht's ans Ganze. Ich weiß nicht, ob ich das nervlich aushalte. Okay, das müssen wir so machen. Freunde, ich muss das Mikro weglegen. Gott. Das Ding ist gar nicht so groß, wie ich dachte. Ist eigentlich gut so. Obwohl, Notebook ist Notebook. 17 Zoll sind 17 Zoll. Packen wir das erstmal hier zur Seite und ich schaue mal, was hier noch drin ist. USB Slim Portable Optical Device. Sag mir jetzt bitte nicht, dass da ein USB-Laufwerk drin ist. Das ist nämlich ein Punkt, dieses Notebook hat kein DVD-Laufwerk. Deswegen musste ich mir jetzt eins kaufen. Ich lache, ich... Genau, das ist der Wahnsinn. Genau dasselbe. Wartet mal kurz. Das gibt's gar nicht.
So, Freunde, genau dasselbe. Hier, guckt euch das mal an. Eins und zwei. Genau dasselbe habe ich mir zufälligerweise gekauft, weil ich dachte, scheiße, nichts dabei. Muss ich mir jetzt eins holen? Und dann hat der Typ mir eh was mitgeliefert. Na super. Naja, ich kann es ja wieder zurückschicken. Das ist ja mal nicht so schlimm. Aber geile Sache. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann natürlich das ganze Handbuchzeugs, Garantie, Manual und so weiter. Der ganze Stuss. Packen wir mal aus. Und hier drin ist eigentlich jetzt dann auch nichts mehr. Dann können wir das hier mal zur Seite packen. Und jetzt geht's ans Eingemachte, Freunde. Seid ihr bereit für den Moment? Ohalalala. Na holla die Waldfee. Ist das ein Riesenteil, ganz ehrlich. Als ich es ausgepackt habe, dachte ich, okay, ja, die Größe ist so normal, würde ich sagen. Aber jetzt, wo man es vor sich hat, guckt euch das mal an hier. Also ich muss sagen, es sieht saugeil aus. Und das ist die Frage, wie ich das aufkriege. Ist da bestimmt ein Schnappverschluss. Ich bin einfach der Meister der Technik, Freunde. Ein angelernter, auszubildender Fachinformatiker ist zu doof, um das Laptop in der richtigen Seite zu öffnen. Ist schon der Wahnsinn, aber jetzt guck dich das mal an. Ganz ehrlich, ich würde nicht erkennen, dass da schon jemand gespielt hat damit oder benutzt hat. Das sieht aus wie neu, das Display ist wie neu, die Tasten total sauber, mit minimalen Spuren, sag ich mal, von Fettfingern. Das heißt, Finger sind normalerweise ja fettig. Also extrem geil. Ich bin sehr, sehr überrascht und sehr, sehr positiv beeindruckt. Ja, was ich euch jetzt noch zeigen möchte im Prinzip, ist eigentlich nur ja, die Unterseite nochmal. Also es sieht wirklich richtig genial aus. Saugeil. Ja, die dünne, guck dich das mal an. Das ist ein Gaming-Notebook. Die Dicke ist unglaublich. Die Frage ist, wie baue ich hier eine SSD ein? Es ist, soweit ich weiß, so, dass man die ganze Platte auf einmal abnehmen kann. Das natürlich positiv und einfacher ist für den Einbau. Hier das GeForce GTX Logo. Warranty Sticker ist auch dabei. Also noch die Garantie drauf. Mit Rechnung und so weiter. Nee, also ich bin echt sehr, sehr beeindruckt. Man hat auch hier hinten, ihr seht's, sehr stabiles Gelenk hier zum Aufklappen, links und rechts. Also das muss echt sehr stabil auch sein, aber es ist brutal. Aluminium-Oberfläche. Sehr hochwertig. Ich bin überrascht. Jetzt fehlen nur noch ein paar Nvidia-Sticker und ein MSI Lightning-Aufkleber. Und da werdet ihr das Notebook bald in der wahren Pracht erleben. Also ich bin begeistert, ganz ehrlich. Wir können es ja mal einschalten. Es funktioniert. MSI. Und bestimmt, wenn wir gleich zum Bluescreen oder so. Nein, es läuft. Es funktioniert sogar. Es ist wahrscheinlich voll aufgeladen. Windows wird gestartet. Jawohl. Das ist einfach Qualität, die ich mir gerne wünschen würde und gewünscht habe. Und so wie es aussieht, läuft das Ding. Das ist schon mal echt geil. Nun, Fazit, Freunde. Tastatur. Leuchtet rot, so wie ich das sehe. Und ich habe es absolut nicht bereut, das Teil hier gekauft zu haben. Gebraucht. Danke nochmal an den Käufer, Verkäufer, für dieses tolle Teil und wirklich in sauberem Zustand verkauft, hinterlassen. Auch noch ein paar Programme deinstalliert und so weiter. Also nur das Nötigste draufgepackt. Windows 7 ist jetzt drauf. Danke dafür. Was noch vielleicht ganz spannend wäre. Auf der Rückseite seht ihr hier das MSI-Logo auch leuchten. Das wusste ich gar nicht, dass das überhaupt funktioniert, aber okay. So, und jetzt ist auch Ende im Gelände. Was ein bisschen lustig ist, die Enter-Taste ist jetzt ja ungefähr die Hälfte so groß wie normalerweise. Aber okay. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Unboxing. Viel mehr möchte ich euch nicht zeigen. Vielleicht werdet ihr in dem Video noch sehen, wie man eine SSD einbaut. Ansonsten,
danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, dass es qualitativ ganz in Ordnung geworden ist mit meiner neuen Spiegelreflexkamera, die das hier aufgezeichnet hat. Nochmal danke fürs Zuschauen. Weitere technische Daten, habe ich irgendwas vergessen? 1 Terabyte Festplatte, habe ich schon gesagt. Full HD Display, hochwertige Tastatur, hochwertiges Laptop selber. Die genaue Bezeichnung steht dann im Videotitel. Es ist ein GS70, das weiß ich. Dann kommen noch ein paar weitere Zahlen. Ansonsten war es das erstmal. Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss.